Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Craft Attack 11. Leute, wir haben mittlerweile unseren eigenen Shop auf dem Server und wir werden jetzt mal gucken, ob wir tatsächlich unser erstes Tier verkauft haben. Dazu kriegen wir wie immer den komischen Java-Error. Ich bin mittlerweile... Ah, stimmt! Wir haben jetzt auch herausgefunden, wer die 5 Gebote der Edgarianer... Guck mal, ja, haben wir schon, wenn ihr wissen wollt, warum sie wieder da sind und vor allen Dingen auch, wer sie entwendet hat, dann guckt euch die neueste Folge auf dem Paluten-Kanal an. Hallo! Na, du kleiner süßer Fratz? Oh, möchtest du mir was geben? Oh, Bambus, danke! Das ist sehr nett von dir. Yo, yo! Es geht. So, dann lass uns doch mal gucken, dass wir... Hey, Mann. Hey, was geht? Was, ey, zufällig, ey, du hier, ey. Was, ja, 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 ich... Ja, 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 ist ja ein Ding. Mensch, ey, ich wollte mal gucken, ob wir was verkauft haben in unserem Shop. Ja, das kannst du sehr gerne tun. Okay, da bin ich sehr gespannt. Also in deinem echten Shop hast du auf jeden Fall was verkauft. Warum? Kannst du kurz Stream gucken? Ja, warte, ich guck kurz in deinen Stream, warte. Warte, hier, die Regie, ich muss das, ich habe ja natürlich ein 7-köpfiges Team. Er hört mich gar nicht, weil ich wahrscheinlich gerade rausgetappt bin, oder? Ja, das könnte sein. So, doch, hör dich. Ach so, ach so, du hörst, ja, okay, warte. Warte, Twitch. Ist das der Stream? Oh, oh, warte, ich seh's. Ich, warte. Da, oh, Alter. Geile Cam und du gehst scheinbar ins Gym. Oh, was ist hier? Krass, nice Cap. Ich habe auch, ich habe tatsächlich gerade die gleiche Cap auf. Allerdings, ich habe sie so umgedreht. Ja, ja, ich finde, die passt immer so. Sieht doch krass aus, oder nicht? Ja, ja, steh dir. Hast du sonst noch was? Die anderen Sachen sind noch nicht angekommen. Ich habe noch den kleinen Mini-Paluten, der ist da mitgekommen. Also der Mini-Mini, aber... Ah, du hast dir den Glücksbringer-Hoodie geholt. Warte, der Hoodie? Hier, warum ist denn da... Warum hast du... Keine Ahnung, der war bei der Cap drin. Haben die falsch verpackt? What? Ich hab ich einen Rare, Loot bekommen? das ist tatsächlich ein Fehler. Ich hab Paluten betrogen. Mini-Mini-Paluten gibt's immer zum Glücksbringer-Hoodie. Und der ist tatsächlich gerade komplett ausverkauft. Ja, dann habe ich da das System mal wieder gedribbelt, weißt du? Ja, scheinbar. Ja, Glückwunsch. Aber Dankeschön. Okay, ich muss ja zugeben, ich dachte am Anfang, du hättest einfach nur gelabert. Nein, natürlich nicht. Okay, ja, warte mal, dann stehe ich zu meinem Wort. Ich gehe mal kurz hier, dann wieder rauf auf den Server. Warte mal, ich muss mal kurz das hier, Minecraft. Und dann, warte mal, wo kann ich hier donate? Eine Sekunde, das darf ich jetzt nicht zeigen. Sorry, liebe Zuschauer, das muss ich kurz mal PayPal. Nein, nicht die PayPal-Meldedaten zeigen. Ja, warte, da muss ich jetzt hier. Danke. So, jetzt nochmal. Zack, 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 zack. Und ab dafür. Ja, 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 ich schließe ab. Warte, jetzt müsste kommen. Es müsste. Tschüss! Ist was angekommen? Die Kasse klingelt. Paluten mit 100. Danken. Ja, du hast ja gesagt, dass du 100 Euro im Shop ausgegeben hast und wir machen hier ja eine Hand wäscht die andere. Eine Hand wäscht die andere. Ja, genau. So, und jetzt gucken wir mal, ob jemand meine Hand gewaschen hat, indem wir hier gucken, warte. Und es ist natürlich auch so ein bisschen für die Bereicherung in den Folgen, ganz klar, weil jetzt müssen wir gucken. So, einmal rüber, Marktplatz. Oh ey, das wäre schon geil. Weil 20 Dia-Blöcke. Logger floggig. Ich meine, Willi ist das ja auch wert. Ja, ja, ja. Hallo, ich muss kurz alles Gamer ausschalten. Oh. Weil ich von 200 Leuten geaddet wurde. Ja, und alles, okay. Alles hat geklingelt bei mir. Oh. Nein. Oh Gott. Shop vorerst geschlossen. Nicht hinreichend aus... Oh! Nein. Oh Gott. Oh, Scheiße. Ach, das Bauamt hat uns... Jetzt mal ehrlich. Oh, das ist aber nicht ausreichend ausgebaut. Oh, ist Spark da? Nee, Spark ist gerade nicht da. Sonst hätte ich sorry gesagt. Warte, ich schreibe ihm kurz über Discord. Gibt's doch noch sonst jemanden im Orga-Team? Nee. Also doch Early Boy, aber Spark macht, glaube ich, alles. Okay, der will... sorry wegen dem Shop. Mir wurde gesagt, ist alles okay. Wird ausreichend ausgebaut. Oh,
Oh, das ist natürlich unangenehm. Jetzt werden wir in der Nein, Paluten wird rausgeschmissen. Ja, bitte nicht. Die setzen vor die bitte Tür. Nicht. Nicht, dass wir hier schon nicht hin. Okay, okay. Das bedeutet, wir müssen auch so einen riesigen Shop-Dingeling bauen, ne? Er muss nicht riesig sein, aber er muss ja halt ein bisschen nach was aussehen, weil du hast ja hier so eine kleine Hundehütte, weißt du? Das, ja, das ja, kann ich verstehen. Okay, okay. Ja, was macht man da am besten? Ja, so ein eigentlich einen riesigen Edgar-Kopf. Ja, das kriegt man, aber das Ding ist halt, man muss so leicht schräg diagonal vielleicht hier bauen, weil wir ja so in der Ecke sind, weißt du? Ah, ja, aber jetzt kann man das nicht so ein bisschen angleichen auch? Kann man nicht einfach sozusagen hier erst das Ganze beginnen lassen? So, hier vorne? Also es muss ja schon, weil ich würde an sich, wäre es glaube ich cool, weil es ist ja ein Tiershop, dass man einen viereckigen Shop macht und jede Seite ist ein anderer Tierkopf. Aber das ich glaube, da haben wir Platz hierfür, also auf der Seite. Ja, ich meine, wie gesagt, ich nur vier verschiedene Tiere auf jeder Seite eins halt. Ja, genau. Das würde ich schon, dass man vier verschiedene. Oh, man, ja, ich weiß, warte mal, ich weiß, was du meinst. Ey, diese Tiere, die nerven, ich muss dich mal lauter machen. Nee, das ist doch gut. Ich glaube, das wäre ein gutes Ziel, dass man dann da einfach die Tierköpfe und man könnte auch oben so ein Schild machen mit Tierhandel oder so, dass die Leute direkt wissen, was das ist. Wie da drüben beim Totem-Shop. Oh, hier ist jetzt Fabo Bugget. Was verkauft Fabo? Essen, goldene Karotten. Guck da oben so ein Schild. Oh ja, genau, sowas. Aber letztlich auch sowas wie Fabo Bucket von der Größe wird ja auch reichen. Ja, also das kriegen wir auch hin. Das wäre mega. Wie hat er denn. Wie macht man das? Man nimmt Banner und dann macht man Buchstaben. Es gibt so im Internet Seiten, wo man die genau sagen, was du drücken musst. Das ist ja geil. Die bewegen sich auch so leicht. Okay, gut. Also, Leute, kleine Probleme mit dem. Warum kann ich hier wieder nicht zoomen? Gut, ja, gut. Wir wurden geshut down. Spark hat uns hops genommen. Und jetzt kurze Info. Jetzt geht er nicht irgendwie zu Spark und sagt, Spark, was soll denn der Mist? Er hat vollkommen recht. Das sind die Regeln und an die Regeln sollte man sich auch halten. Deswegen alles easy. Gut, dann werden wir mal auf jeden Fall erstmal zurückgehen. Gut, wir haben nichts verkauft. Aber ich würde vielleicht proaktiv versuchen, ein bisschen was an Mann zu bringen. Könnte ich dir, wo ist, Cars Crafter? Den habe ich vorhin. Kriegen wir organisiert. Dass wir vielleicht mal so ein bisschen fliegende Händler, weißt du? Warte mal, wo ja, ist, ich, ja. Soll ich mal, in, gucken wir mal in seinen Stream, wo er ist. Cars Crafter ist direkt neben uns, komm mal mit. Da können wir, ja, perfekt. Hier dann lang, nehmen wir hier die lang, Leine. Hier lang. Oder, ja, okay, warte, nee, wir bringen die Ware zum, okay. Warte. Wir lassen ihn erstmal da. Oh. Ah, nee, warte, der Shop ist ja geschlossen. Dementsprechend müssen. Oh, ja, okay, warte. Wir müssen das außerhalb der Shop-Anlagen machen, weil sonst gibt's Ärger mit Spark. Komm mit, Willi. Cars Crafter! Hallo! Schreib mal Heiko unmute. Ah, ja, warte. Heiko. Wird er mit K geschrieben? Heiko! Ja, ja. Ey. Hallo! Hörst du uns? Hi, na? Hi. Guten Tag, schön dich kennenzulernen. Hallo. Was bist du denn hier unterwegs? Ach, nee, wir sind hier ein bisschen Heckmeck machen, weil unser Shop wurde leider vom Orga-Team fürs Erste dicht gemacht, weil er nicht so schön ausgebaut hat. Das Bauamt, genau. Wir haben so die ein oder andere Regel unwissentlich leider verletzt. Asbest in den Wänden und so. Deswegen versuchen wir jetzt, Willi unter der Hand loszuwerden, aber bitte nicht petzen, okay? Der Schwarzmarkt also, ich verstehe. Ich weiß nicht, was du damit meinst. Das Wort ist mir fremd. Also, wir haben ja auf jeden Fall Willi. Mhm. Und Willi ist ein Zwei-Sterne-General. Der hat in den Edgarianischen Kriegen schon so die ein oder andere Schlacht gewonnen. Also, er ist kein gewöhnliches Schwein. Er hat eine Background-Story. Und deswegen, ich habe gehört, dass du schon reich bist. Ich habe auch schon viel von Willi gehört, ja. Ja. Sein Ruf eilt ihm voraus. Genau. Ja, also. Du suchst jetzt für Willi also ein neues Zuhause. Ja, ich suche für Willi nicht nur ein neues Zuhause, sondern auch einen zahlungskräftigen Kunden. Aha, und da hast du an mich gedacht. Also. Da habe ich an dich gedacht, weil du bist ja ein Genie, wenn es um Maschinen geht. Und da ist bestimmt auch schon die eine oder andere Dublone rausgesprungen, richtig? Ich muss da mal ganz kurz in mein Portemonnaie gucken, Sekunde. Ja. Und guck dir mal die Halle hier an. Oh, die ist aber noch nicht finanziert. Das ist noch der Kredit, der muss noch abbezahlt werden. Nein, hast du einen nassen Keller? Nee, zum Glück nicht. Ja, schade, ich auch nicht.
Nee, aber diesmal war es das, Rohr, wo so ein bisschen scheinbar, also es war so ein Abflussrohr, was übergelaufen ist. Also ist alles gut auf der Baustelle. Alles im grünen Bereich. Also deswegen Carscrafter, bei mir ist, oder ich nenne dich Heiko, ne? Ich darf dich doch Heiko nennen, oder? Du darfst mich sehr gerne Heiko. Heiko! So, Heiko. Du bist ja ein guter Typ und du weißt sicherlich auch um den Preis von Willi. So, was wärst du denn bereit für ihn auszugeben? Wie, boah, was hast du da? Ja? Du meinst ja schon 2 Sterne, ne? Ich weiß ja auch, zwei, wie der Tapfer auf den Mauern damals stand und verteidigt hat. Ja, ja, genau. Und du musst ja, aber notfalls kann man Willi, komm mal kurz sehen. Ja, ja. So, es ist ja wie so ein, das ist ja ein Investment, der steigt ja auch im Wert. Das ist wie, kann er also ausbilden? Hat er einen Ausbilderschein? Ja, der hat alles. Ja? Ja, klar. Da kannst du auch. Vor allen Dingen, wenn du selber dann versuchst zu züchten, wenn du sagst, oh, guck mal hier, das ist vom Willi, dem Glorreichen, dann kannst du da definitiv sogar noch mehr Profit rausmachen. Würde dir dann einen Freundschaftspreis machen, weil ich will ja keinen Profit machen. Ich möchte nur plus minus null bei rauskommen. Wie Stegi? Ja. Ja. Also was hast du da einen Preis im Kopf? Also, ich sag's mal so, Heigo, wir müssen ja, also, wir haben ihn angeboten, bevor das Bauamt kam und den Laden dicht gemacht hat. Jetzt nicht erschrecken, es waren 20 Diamantblöcke. Oh, okay. Ja, das war so der Anfangspreis. Jetzt sind wir natürlich gezwungen, aufgrund der Ereignisse ein bisschen, ja, sind wir verhandlungsbereiter. Sagen wir es mal so. Also, hatte Willi eine Arbeitserlaubnis noch? Oder ist er retired? Ach, der ist alt, lass ihn nicht arbeiten. Mann, der hat gedient, der will einfach nur seine letzten ruhigen Tage bei dir verbringen. Und du willst ihn hier schuften lassen auf dem Dach oder wie? Du willst, dass er hier die Regenrinne sauber macht oder was? Was bist du für einer? Was bist du für ein kranker Typ? Also, lass dich nicht von meinem Co-Verkäufer irritieren. Er ist so ein bisschen Bad Cop, Good Cop. Ich bin der Gute, er ist der Bad Cop. Deswegen, also, du kannst einfach ja mal einen kleinen Heiko-Preis nennen. Für Willi. Ja, ja. Muss mal ganz kurz die Borstenstruktur nochmal angucken. Ja, ja, ja. Kontrolliere ruhig alles, was du möchtest. Du nimmst ihn so aus Korn, der ist so dumm. Ja, doch, ich sehe da schon. Die Potenzial. Narbe ist ja auch noch da, ne? Die Narbe am Bauch. Nein. Ja, ist alles korrekt und alles auch amtlich bestätigt. Wir haben hier auch noch das Buch. Hier zum Beispiel Schwein Nummer 1, das ist offiziell. Ja, das wäre der Kaufvertrag dann auch. Nee, das ist mein Verkaufsbuch, das trage ich immer ein. Den damit Kaufvertrag konnte ich holen. Ah ja, genau, holen Sie kurz den Kaufvertrag, Sir. Hat er noch nie gesiezt in seinem Leben. Wirklich nicht. Das war das erste Mal. So, okay. Also, hast du einen Preis im Auge? Ja? Ich würde tatsächlich, auch wenn ihr jetzt gerade hier wegen des Bauamts so ein bisschen unter der Hand verkaufen müsst, ne? Ja, ich weiß ja, wer Willi ist. Ich weiß ja, was Willi erlebt hat, was er durchgemacht hat. Ja, genau. Ich würde da auf dem vollen Preis mit 20 Diablöcken bleiben. 20 Diablöcke? Ich würde da bleiben. Oh, du bist ein wahrer Freund, Heiko, Mann. Du bist der Beste, Alter. Komm, Leute, heute Abend saufen wir uns schön einen rein. In die Kriegskasse. Natürlich. Mit Paluten einheben. Natürlich nur einen kleinen Karottensaft. Ein Karottensaft. So, ja, natürlich. Also, ich habe den Vertrag. Was, ja? Erstmal muss Heiko unterschreiben. Ja? Der Vertrag. Schau mal rein. Genau. Oh, das Kleingedruckte auf der 19. Seite. Nein, nicht lesen. Nicht von Arbeit prüfen lassen, bitte. Carscrafter. Aha. Willi to Carscrafter. Here we go. Here we go. Damit ist es besiegelt. Jawohl, da unterschreibe ich auch nochmal. Verkäufer Paluden. Okay. Aber Heiko muss das Buch signieren. Ah, Heiko muss das. Okay, ja. Hier, warte. Ist das das Richtige, glaube ich? Sehr gut. Perfekt. Ist es signiert? Zack. Unterschreiben. Ja. Unterschrieben. Minus 20 Diablöcke, Heiko, du wurdest verarscht. Das war's mir wert. Nein, er wurde nicht verarscht. Er hat Willi gekauft. Willi ist doch nicht. Ja, okay, Heiko, du musst da
die ich weiß nicht, was mit denen los sind. Die habe ich gefunden auf der Straße und jetzt versuche ich die so ein bisschen durchzufüttern. So, genau. Das hier einmal. Ich habe ja schon die 20 Dia-Burger. Ey, es war mir eine Freude. Schnell, rennen. Es war mir eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Gib Willi ein gutes Zuhause. Natürlich. Behandle ihn immer gut. Ich weiß, du bist ein netter Typ. Auf dich kann man sich verlassen. Das. Und genau, also... Ich habe schon eine Fortbildung für ihn geplant. Ich würde ihn als Maschineningenieur einstellen. Nein. Ja, der sich um die Steinbahn kümmert. Der hat sich schon sein ganzes Leben verdient. Wenn du nicht gut mit Willi umgehst, Castcrafter, ich komme wieder. Ich überprüfe das. Ich hab dich im Blick, Heiko. Guck mir in die Augen. Ich habe meine eigene Sicherheit in der Base. Die kennen sich da aus. Pass mal auf, du. Ich nehme dich so Volley, wenn es ihm nicht gut geht. Den wird super geben. Guck mal. Nur das Feinste kriegt er bei mir. Wie krieg ich ihn? Was kriegt er? Goldene Karotti! Boah! Die Leine gibt's aufs Haus. Oh, das ist ja großzügig. Ja, so bin ich. Kein Problem. Er darf erstmal hier bleiben noch, ne? Natürlich, ne? Das ist jetzt dein Schwein. Also, das ist du darfst. Mein Willi. Natürlich. Okay, ey. Schön. Vielen Dank. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Könnte ich dich irgendwann mal anhauen, falls ich so Redstone-Rad und so weiter brauche? Immer, ich bin bereit. Sehr okay. gerne. Okay. Ausgezeichnet. Da komme ich bei Gelegenheit auf dich zurück. Top Sache. Perfekt. Dann danke für die Transaktion. Ja, sehr gerne. Und heute, falls du Lust hast, muss aber nicht kommen. 15 Uhr ist Gerichtsverhandlung bei uns, weil Norix hat ein Schwein umgebracht. Hallo, das steht im Raum. Das ist die Anklage. Nee, also, ein bestimmtes Schwein steht im Raum, aber du hast ein Schwein umgebracht. Nein. Erstmal. Es ist KI und so. Du weißt nicht, genau, was Dr. Alex Sammelfeld statt. Stimmt. Weißt und du, er ist ja mit für seine AI-Künste bekannt. Ja, aber Basti Zock ist ein AI-Künstler, wisst ihr? Deswegen vielleicht ist er auch Sammelfeld. Ja. Ich verstehe. Okay, ich brauche einen Verteidiger, Heiko. Bist du Anwalt? Ja. Also willst du mich verteidigen? Ja, ich habe eine KI zur Hand, das passt. Aber ich glaube, Revi wollte dein Anwalt sein, aber ist egal. Noch besser. Nein, das ist noch besser. Okay. Weil Heiko mich tschüss, den Heiko. Später. Alter, 20 dicke, fette Diablöcke. Oh, Leute, davon können wir so viele Schwerter kaufen, jetzt, um unsere Feinde Karottensaft. Karottensaft, die zwischen den Karottensaft. Ja, der natürlich. Der Typ für Vitamin C. So, Feister, ich habe gesehen, du hast schon gezaubert ein bisschen. Was ist das nochmal? Ist das noch nicht ganz fertig. Ich baue es ja. Ich werde in den nächsten 2 Stunden easy fertig. Ah, locker, aber von der Größe das ist geil, oder? Ja, es ist monumental. Hier hinten ist das Gute, haben wir noch viel Platz. Allerdings, ich bin hier ein wenig überrascht von diesem Boot. Das habe ich in der Paluten-Folge heute schon entdeckt. Da hat Hugo gezaubert. Das können wir entfernen. Nein. Das ist ja auch was wir die Zuschauer entscheiden lassen wollen. Weil Hugo hat sich ja da sicherlich schon Mühe gegeben. Der baut das jedes Jahr. Oh. Ja. Und dann trollt er damit. Er macht da 1000 Boote rein und dann leckt er alles. Ach so. Aber wird er dafür nicht gebannt? Naja. Wurde er schon mal, aber nur wenn der Server unter 15 TPS geht. Okay. Habt ihr da hinten diese Höhle gesehen? Ah, fuck. Nee, die haben wir noch nicht gesehen. Da gehen wir, glaube ich, noch nicht hin. Die haben wir noch nicht gesehen? Okay. Nee, da gehen wir noch nicht hin. Das da hinten? Okay. Ja, also da ist das Stehen. Also ich stand einmal davor, ich habe aber noch nicht reingeluschert. Genau, hier Revi baut auch irgendwie ein bisschen monumental. Da müssen wir auch noch mal gucken, ob das Bauamt da nicht noch mal einen Riegel vorsetzt. Aber genau, und hier vorne, genau, da macht Mo ein bisschen was mit dem Stadion. Aber das soll auch noch ein bisschen ausgeschmückt werden. Ja, wir haben auch alles weg. Wir können da so ein nicht wegschmeißen. Okay, so. Oh, guck mal, 20 Dias. Oh, warte mal, ich habe 42 Diamantblöcke, da kriegen wir doch sogar noch mehr hin. So, loggerfloggig. Oh, guten Tag. So, kann ich da. Zack, zack, zack. Alles schön zusammen. Und dann kommen wir dadurch, dass ich leider schlecht im Kopf rechnen bin. Zack. Ja, das wird nicht mehr reichen. Okay. Dann sind wir bereits im Besitz von 53 Diamantblöcken. Eieieiei. Da können wir bald richtig shoppen gehen. Ja, Leute, ich werde noch gucken, dass ich meine Kisten vielleicht mal ein bisschen sortiere. Leider ist ja nicht German Let's Play dabei. Ich habe auch schon mitbekommen, dass der ein oder andere bei German Let's Play ein bisschen gepetzt hat. Ah, da fällt mir ein, Feister! Hast du es mitbekommen? Hast du es mitbekommen, dass du hast dich hier einmal gegen Pillager verteidigt und dabei... Nein. Sind die edgarianischen Verbote. Die hat aber dich trifft keine Schuld. Mich trifft
Aber nee, nein, nein, das konntest, also das hätte wirklich jedem passieren können. Ich bin gerne für Tod durch Amboss, aber da muss ich sagen, das so. Ist nix. Ja? Also der baut gerade das Gericht. Du willst, ich meine, wir bauen heute das Gericht. Also wir bauen jetzt das Gericht, um gerichtet zu werden. Also das wäre jetzt nicht so. Mit Salvos, das nehme ich mit. Ja, also, ja, mein Gott, ey. Also, gibt's davon einen Clip oder wie? Gesehen, soll ich dir den Clip einmal schicken? Schick mal gern rein. Na, warte, wenn ich den noch drin hab. Den hat mir jemand über Instagram. Ihr könnt euch den Clip auch auf dem Paluten-Kanal angucken. Da ist der heute auch online gegangen. Aha, so, warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Da plagt er seinen eigenen Kanal. Bitte, warte, Leute, mal. Lass doch mal ein Abo da. Bitte, ihr müsst doch mal liken hier. Warte, ich kann's doch auch hier reinschicken, oder? Können wir das dann auch öffnen? Ja. Wenn okay, du hier. Den Link reinschickst, alles clean. Genau, und bei Sekunde 15 ist er noch da und bei Sekunde 19 ist er weg. Hat der Pillager, hat, glaube ich, daneben geschossen und das Itemframe getroffen. Ja, genau. Oh. Nein. Dann müssen wir die Gebote, die heiligen Schriften neu aufsetzen. Oh. Haben wir schon. Auch hier können die Leute wie immer gerne weitere Vorschläge machen. Weil hier, ich habe sie jetzt nämlich, da kann ja nichts passieren. Hier können wir nicht runtergeschossen werden. Nee. Ich entschuldige mich gnädigst. Du hast die Pillager hier aus dem Dorf vertrieben und dabei gab es halt einen kleinen Unfall. Ja, ich verstehe. Das passiert den besten Feistern. Ich finde es auch schön, wie du dir so eine Bauarbeitermütze dir aufgezogen hast. Ich habe auch eine Bauarbeiterweste an. Oh, Alter, aber nice. Man sieht auch immer meinen Rattenschwanz hinten. Oh ja, ja. Der klemmt im Gürtel, nein. Nein. Aua. Ja, mein Gott. Habt ihr die wie heißt Allies? Allies, ja, das gehört auch zum, die können wir auch mal der Ally hebt die Schere. Wir haben, war Veto heute schon da? Nee, der ist komisch, aber den habe ich heute noch gar nicht gesehen, der kleine Langschläfer. Der kleine Frechdachs. Wir haben noch eine ganze Menge an Zeug gestern geholt. Und zwar noch Pandas. Oh. Der braune Panda ist sehr, sehr selten. Ach, der niest sogar, weil der ist ein bisschen krank. Das ist auch rare. Nee, ich habe auch gesehen, dass du mitgeholfen hattest, dass Basti die seltene Kuh vorbeibringt. Ja, da habe ich auch geholfen. Das ist noch der Schneefuchs. Der ist, ich weiß nicht, ob der selten ist, aber den hast du, glaube ich, vielleicht noch nicht gesehen. Nee, den habe ich tatsächlich noch nicht. Das ist ja mega. Ja, da bin ich im Schneewald gegangen, habe den entführt und von seiner Familie getrennt. Aber jetzt haben wir ihn. Das ist ja. Das ist das Einzige, was das zählt. Das ist ja das, was zählt. Hauptsache, du bist glücklich, ne? Also. Da brauchen wir aber noch einen zweiten, oder? Damit wir die paaren können. Richtig, den holen wir heute, glaube ich. Oder später, weil heute steht die auf dem Plan. Wie ist das mit normalen Füchsen und Schneefüchsen? Ja, dann ist es schon so 50-50, ob normaler oder ein Schneefuchs rauskommt. Ja, dann das wird ja perfekt gehen. Ah ja, hier sind die beiden Katzen, eine Ziege. Ah, die Camper. Oh. Was ist hier? Ah, hier sind die Delfine drin, ne? Hier ist der Delfin drin, ja. Ach, Flipper. Oh, nur Alter. Na, nur guck, hier Flipper. Hier dreht Flipper seine Kreise. Oh nein. Flipper, Alter. Was hat er mit dir gemacht? Oh, Flipper hat Items auf. Ja, wenn wir Flipper Items reinwerfen, dann spielt er damit, weil er so Spaß hat. Das Einzige, was ihr noch wirklich macht. Ich weiß nicht, ob Flipper so viel Spaß hat. Flipper ist, das ist schlimmer als SeaWorld, Alter. Ja, aber guck mal, der ist der ist in der Ecke. Dem geht's toll. Oh Gott. Ja, hast recht, ist richtig super. Guck mal, wie der lacht. Mach einfach wieder zu, Der Arme, jetzt auch kein Licht. Ja. Aus dem Blick, aus dem Sinn, sage ich ja immer, das ist ganz klar. Was ist das hier? Das ist, glaube ich, Stegis Haus. Oh. Der wollte hier, glaube ich, was hinbauen. Ich weiß nicht, was. Ich weiß auch nicht, warum das ausgerechnet... Ah, vielleicht würde das... Okay, ich glaube, ich könnte mir vorstellen... Warte, da fehlt noch was für den Keller. So. Mann, das ist ja so nervig. So ist das optimal. Was hast du jetzt gemacht? Ja, Wasser platziert. Das ist der, weißt du, jetzt hat er ja auch Probleme. Ach so. Mit dem nassen Keller. Ja, sorry, hab ich nicht verstanden. Sorry, ich bin. Ich auch nicht. Ich hab letzte Nacht leider wieder nur wenig geschlafen. Nein. War ein bisschen Action. Stimmt. Man muss ja. Hast du so ein Babytelefon? Ich habe so eine App auf dem Handy, ja. Und da wird dann durchgeschrien. Und dann wenn ich was höre, dann geht's ab. Boah. Ja. Das ist so cool irgendwie. Ja. Nee, also es ist anstrengend, aber. Ja, es ist anstrengend, aber. Nee, aber es ist, wie gesagt, also es ist das Tollste, wie gesagt, habe ich ja im Video auch schon gesagt. Ich will da jetzt auch nicht das Geilste, was mir je passiert ist. Aber es ist dann doch manchmal, wenn du dann sowieso schon völlig destroyed bist und dann. Ja,
Aber hallo, Edgar, ich will's nicht mit. Hey! Da ist er ja. Velo! Aus der Dusche halb nass rausgekommen, als er gesehen hat, dass du on bist. Ich hab keine Hose gerade an. Wie glücklich. Ich hab ja gerade gesehen, du hast unsere Zoohandlung gesehen. Also ja, ihr wart fleißig. Das habe ich schon mitbekommen. Ja, wir brauchen aber noch mehr, oder? So ein bisschen auch paar wildere Sachen. Oh, was heißt denn wildere Sachen? Naja, so ein bisschen was Gefährlicheres. Sowas, oh, gefährlich? Ja. Nicht nur so liebe Tiere, wir brauchen, ich glaube, auch ein paar wilde. Ja, das aber das Ding Tier steht schon neben dir. Warte. Wie meinst du? Ich bin eine Bestie. Versuch mich zu bändigen. Oh, sorry. ja, aber die gefährlichen, die würde ich vielleicht unterirdisch, oder? Unterirdisch. Oder ist das. Ja? Nee, das ja. Also, die können wir auch verkaufen. Kennst du den sogenannten Warden? Die können wir ja, nicht verkaufen. Ja, der ist mir ein Begriff. Der die ist können wir nicht verkaufen, Veto. Warum nicht? Naja. Der hat einen 30 Radius Block weiten Strahl, der alles zuhittet. Alle Tiere tötet, alle Typen tötet. Den wenn, verkaufen wir. Aber was ist, wenn wir den ganz, ganz tief unter der Erde, mehr als 30 Blöcke unter der Erde? Ja, aber wenn der verkauft wird, müssen wir den ja auch irgendwo hinbringen, oder nicht? Das ist dann nee, ja nicht mehr unser Problem. Okay, Selbstabholer ist okay. Genau, wir aber müssen nur jemanden finden, der ihn kauft. Guck mal, das Ding vielleicht Carscrafter. Ja, Carscrafter, aber der Warden mag ja keine anderen Tiere. Und wenn der Warden irgendwo rumlatscht und Edgar auskrittet, ey, das schafft ja, warte, nicht. warte. Dann müssen wir vielleicht, warte, das könnte der Plan sein, dass wir einen Tunnel bauen, der aus der Stadt rausführt, wo man dann den Warden praktisch rausbringt. Unter das Fußballstadion von Mo. Unter das... Davon weiß ich jetzt nicht, aber das wäre natürlich durchaus möglich. Okay. Ich glaube, wir bereiten dir so eine kleine Kollektion an paar wilderen Tieren mal vor. Ja. Und den Worten. Ja, das wäre nicht schlecht. Das wäre an sich eine gute Sache. Allerdings, da warst du nicht dabei. Und zwar, wir wurden stillgelegt, Vedo. Das Bauamt hat dich gemacht, unseren Laden, weil unser Laden zu klein ist und zu räudig. Dementsprechend. Ja, dementsprechend müssen... Spark of Phoenix, ja. Weiß ich nicht, wer das war. Das war wie damals, als ich Limonade an der Straße verkaufen wollte, auf einmal kam ganze Polizei, alle haben, die haben meine Schild weggetreten, den Tisch abgebaut, ey, Limonade ausgetrunken, nicht bezahlt. Ich wurde zum Hund gemacht als 10-Jähriger. Ich wollte mir nur einen leichten Groschen dazu verdienen und werde dann so verarscht. So das genau so ist das. Damals. Das war auch Spark. Ich hab den Shop umgetreten. Ja, aber so haben wir uns gefühlt, als wenn Spark den Shop umgetreten. Nein, hat er natürlich nicht. Leute, ist alles klar, die Regeln sind Regeln. Aber da müssen wir halt gucken, dass wir vielleicht den Shop auch nochmal ausbauen, sodass er vorzeigbar ist. Und da weiß ich ja, dass ich euch im Rücken hab. Also das wäre super sweet. Muss nicht jetzt sein, muss nicht morgen sein. Aber wenn wir natürlich weiterhin Cash-Mash machen wollen, was jetzt nicht unter der Hand ist, dann müssen wir da natürlich weiter vorankommen. Na klar, das machen wir. Das ist okay. Hast du sehr schön ausgedrückt. Ja, und die Schaukel ist leider kaputt gegangen, ist aber... Oh nein. Oh nein. Ja, das war ich nicht. Ich habe mich darauf gesetzt, heute alles gerissen. Das war Revi. Revi hat die Schaukel kaputt gemacht. Boah, Revi. Ich sag Putt durch Amboss. Oh, könnte man machen. Sachbeschädigung, hier ist das ganz klar. Warte, du bist heute, ist immer schwierig mit Zeiten, Punkt 15 Uhr ist die Verhandlung, wann genau? Ja, ich werde 15 Uhr hier sein. Und später geht gar nicht, oder? Ich habe jetzt schon allen Bescheid gesagt mit 15 okay, Uhr. Okay. Bist du, ist das schlecht bei dir? Ich bin da, so. Aber weil Basti kommt um 17 Uhr. Ja. Und der meinte, es wäre cool, wenn er dabei ist, aber muss auch nicht. Ja, 17 Uhr ist leider ein bisschen spät für mich. Ja. Aber ey, ganz ehrlich, wir werden sicherlich, das wird nicht die letzte Verhandlung sein. Warte mal, ja, ich verstehe. Naja, also es wird ja sicherlich vielleicht hier noch, also Strafen gibt's immer. Die Leute sind hellhörig. Ich habe hier schon viele Gerüchte gehört. Und es gibt Täter. Und ich bin der richtet. Mir wurden auch vielleicht auch ein, zwei Clips zugeschickt, die auch wieder dich betreffen. Ich mache oft Spaß und die werden out of context geschnitten. Die cutten einfach das Ende ab, wo ich sage, ich mach's nicht. Und dann sieht's so aus, ein bisschen suspekt, mein Freund. Als ob ich hier randalieren würde. Nein, ich habe tatsächlich keinen Clip. Aber es gibt sicherlich noch den einen oder anderen Detektiv, so wie die Person, die uns... Warte, ich sage nochmal seinen Namen, ich habe den abfotografiert. Und zwar war das der Nädel... Hendrik! Hendrik H., der das herausgefunden hatte mit Feister und dem skandalösen... Grüße an Hendrik H. Ja, liebe Grüße, Hendrik, danke. Hat er sich privat hingesetzt und von allen die Stream-Videos geguckt? Also er hat auf jeden Fall eine... Ich gehe davon aus. Weil Hendrik er hat Macher. Geschrieben, warte.
Um das nochmal zu zitieren. Ich sitze seit 20 Stunden hier gerade und gucke. Hallo Paletto, ein Detektiv war unterwegs und hat Aufnahmen vom Zeitraum des Verschwindens der 5 Gebote der Edgarianer aufgetrieben. Nach langen Suchen in den verschiedenen Streams. Also da gibt's Leute, cool. die sind wachsam. Die also scannen alles. Also muss ich wirklich aufpassen, was ich tue und sage? Nein. Du verhalte dich einfach ganz normal. Ja, ich halte mich ruhig. Wie es deinem Naturell entspricht. Naja, ich bin ein kleiner Frechdachs. Ich bin einer, der gerne mal, wie soll ich sagen, einen kleinen Fuß über die Grenze tritt. Oh und, ja, das bist du. Und die Grenze austestet. Wirst du dafür morgen bestraft. Leute, das war's mit der heutigen Folge von Craft Attack 11. Wenn es euch gefallen hat, schallert sehr, sehr gerne ein Like da. Vergesst unter keinen Umständen, bei allen Leuten vorbeizuschauen, die am heutigen Tag am Start waren. Zum Beispiel Norex, Carscrafter, Feister, Vedo. Habe ich sonst noch jemanden vergessen? War gerade jemand noch da? Nee, ich glaube, das waren alle. Und Leute, vielen Dank. Schaut gerne auf dem Paluten-Kanal vorbei und natürlich gerne auf paluten.shop. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.